Hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen, spielt Deutschlands vielleicht größte Amateurmannschaft. Bei uns geht's los mit 2,2 Meter, 2 Meter ist 95. Auf Deutschlands vielleicht kleinstem Fußballplatz. Das ist der wohl mit Abstand schmalste Fußballplatz, den es überhaupt in Deutschland gibt. Eine Geschichte über Kondition, Koordination und Körperkontrolle. André. Jetzt bei Hans Sarpay. Das T steht für Coach. Das T steht für Coach gastiert heute zum ersten Mal überhaupt im Süden Deutschlands, im wunderschönen Allgäu. Auch bekannt für... Allgäu steht für mich ganz klar kulinarische Schmankerl. Wurst, Käsespätzle, Fleisch. Aha, das kommt aus Schuberts Mund nicht wirklich überraschend, ist diesmal aber auch nicht ganz falsch. Der Ort hier mit den satten grünen Wiesen heißt Karsee. Karsee liegt... Richtig, am gleichnamigen Karsee, unweit von Wangen. Welches Bundesland ist das? Baden-Württemberg? Exakt. Oberschwaben? Yep. Das heißt, die reden Schwäbisch. Hallo Hans, hallo André. Servus miteinander. Grüß dich Hans, servus André. Hallo Hans und André. Mensch, stopp, stopp. Warum heißen die, nennen dich alle André? Ich habe keine Ahnung, weil... André! Der mir ganz oft... Cool, ey, ich habe auch noch einen André! Der heißt eigentlich André. André? Nein, André. André. Ja, bei uns wird das André. So bei euch heißt es André. André. Ich finde es total niedlich, wie sie meinen Namen aussprechen. Ich freue mich, dass ihr zu uns ins Allgäu kommt. Kommen wir da dann runter ins Schwabenländle, ins Allgäu. Gibt's ein leckeres Meckerzer Bier, gibt's einen Leberkäsebäcker. Und am meisten freue ich mich auf eine Hochstube nach dem Training mit euch. Auf die was? Hochstube? Was ist eine Hochstube? Das Wort Hochstube, das bedeutet so viel wie Tratschen oder Smalltalk. Ah. Ihr heißt so schön, mehr als Allgäuer Karl Menschit worden. Und wenn ihr uns da dabei helft und wir uns dann am Schluss so anstellen, dass wir das Spiel gewinnen, dann könnt ihr sogar vielleicht am Schluss ein paar Nonnenfurzeln kriegen, nur zum Essen. Hat der Nonnenfurzeln gesagt? Nonnenfurzel, aber ich weiß nicht, was es ist. Nonnenfurzel ist eine typische Fettspeise von der Hanne, so Fettgebäck. Die Sprache würde ich einordnen als schwierig. Auf jeden Fall Fremdsprache. Beim SV Karsee kann diese Fremdsprache keiner so gut wie Trainer Thorsten. Ein waschechter Oberschwabe mit Hang zu ausgefallenen Accessoires. Ein Trainerstuhl? Ja. Und der steht auch wirklich immer am Platz, oder was? Ja. Da brauchen wir aber dann am Sonntag zwei von, ne? Willst du auch einen haben? Sicher will ich auch einen Stuhl. Alles klar, geben wir so weiter. Die Jungs vom SV Karsee am Karsee spielen in der Kreisliga B. Im Allgäu bedeutet das die unterste Liga. Ziemlich weit oben sind die SVler allerdings mit der Körpergröße. Der Karseer an sich ist eher groß, riesengroß. Wir haben eine außergewöhnlich große Mannschaft. Bei uns geht's los mit 2,2 Meter, 2 Meter ist 95, 2, 3 Spieler. Scheint eine Gegend zu sein, wo Menschen und Tiere gedeihen. Das liegt aber daran an der guten Luft und am Kraftfutter, wo man als Allgäuer kriegt. Bei uns scheint die Sonne anscheinend so oft im Jahr, dass man einfach so hoch wachsen. Die sind alle so groß? Ja, Schubert, alle. Vielleicht liegt es auch an was anderem. Vielleicht ist ein Atomkraftwerk in der Nähe oder so. Hier der Größenvergleich mit einem handelsüblichen Menschen. Vor allem in der Abwehr hat die Riesenhaftigkeit so ihre Vorteile. Unser Torwart ist 2,2 Meter groß. Exakt. Was? Dort, die kassieren nie Tore. Wenn du vor dem stehst als Stürmer, der verdunkelt die ganze Sonne. So viel sei verraten. In Karsee am Karsee ist vieles außergewöhnlich. Die Mannschaft riesig, der Fußballplatz winzig, klein, mickrig, geschrumpft. Also wirklich erbärmlich klein. Weißt du, was ist denn für eine Außenlinie? Der Platz ist ja so breit wie der 16er. Oder ist der 16er so noch breiter gezogen worden? Da fehlt was, ne? Von der 16er zur Außenlinie ist es wirklich, das ist so ein Stück, das ist wirklich klein. Das ist der wohl mit Abstand schmalste Fußballplatz, den es überhaupt in Deutschland gibt. Wie breit der ist? Keine Ahnung. Kann ich dir sagen, 18 Meter ist der Platz breit. Wenn der 16er 16 Meter... Ah, nee, Quatsch. 16 und 16, musst du zusammenzählen. 16. So 38 Meter breit. Ist das genehmigt worden, dass das geht? Ja, gerade so. Die Distanz von der Seitenauslinie zu der 16er Linie beträgt einen knappen Meter. Am 16er sind es vielleicht noch 1,5 Meter bis zur Seitenauslinie. Wir haben jetzt der Hanne mal meinen Meterstab da rumlassen. Und als Alternative habe ich heute mal
der andere der Hanne mitgebracht und der ist exakt 2 Meter groß. Ander, zeig uns bitte mal, wie weit vom 16er bis zur Auslinie ist. Das ist Allgäuer Präzision, liebe Zuschauer. Von der Schuhspitze bis zum Ellenbogen ca. 2,20 Meter der Hanne, sodass wir genau das Mindestmaß von 45 Meter in der Breite für einen Fußballplatz nahebringen. Scheiße, du brauchst nur einen langen Ball zu spielen und bist im 16er. War das Grundstück zu Ende? Oder ich meine, der ist ja links und rechts ist ja Wiese. Die hätten jetzt auch theoretisch hätte ja einer sagen können, weißt du was, wir machen einen richtigen Sportplatz. Es ist auch ein kleines Problem, der Hanne mit den Eckbälle. Wenn jetzt von der Hanne jemand den Eckball schlagen will und macht es mit einer normalen Schusskraft, dann kann man hier meistens unter dem See wieder rausholen. Wir sind mittlerweile so bei uns, dass uns Eiwurf da Hanne lieber sind wie Eckbälle. Weil die sind 10-mal gefährlicher. Also du kannst ja auch eine Ecke scharf machen, indem du vielleicht mit 2 Mann nach außen gehst. Du spielst ihn an, der lässt nur links und dann haust du in volle Richtung aufs Tor. Dafür muss er aber schießen können. Unsere größte Waffe ist eigentlich Einwurf. Wir haben auch große Spieler in der Mannschaft, die stehen am 5er. Und da kommt der Einwurf quasi wie eine Flanke. Und die müssen das bloß nur einlegen. Was die Karseer damit meinen, sieht man hier leider nicht so ganz. Also im Grunde gar nicht. Muss ja aber auch köpfen können. Der Ball geht auch nicht. Ach du Scheiße, ey. Die haben alle eine Körperspannung wie so ein zerkochter Spargel, ey. Wenn du 2 Meter groß bist und da kommt ein Einwurf mit Zug, musst du nur den Kopf hinhalten, ein bisschen richtungsändernd drücken und schon ist das Ding drin. Meistens jedenfalls. Vielleicht auch eher manchmal. Ey, wir haben ein Problem. Wenn die Karseer mal keinen Fußball spielen, köpfen, dann haben sie ja noch ihren geliebten Karsee. Wenn ich so einen See sehe, denke ich mal an oben ohne Mädels. Aber nicht der Karseer. Der ist nämlich nicht nur groß, sondern auch erfindungsreif. Was macht denn jetzt? Rat mal. Surfen oder was? Fast. Auf dem See sind auch relativ wenig Wellen. Deswegen gibt es das hier. Eine Zugmaschine. Clever, was? Nennt sich? Winchen. Winch. Winchen ist ein Go-Kart-Motor. Der über eine Fliehkraftkupplung an der Seilwinde bis zu 400-500 Meter Schnur mit Geschwindigkeit von 35 bis 45 km/h abspult. Vermutlich gibt es im Allgäu kein Meer und kein Internet. Jedenfalls surfen tun sie auf dem See. Das klappt im Vergleich zum Kopfball eben auch gar nicht so schlecht. Der kann aber ganz gut, ne? Ja, aber das ist gut. Also mich würde jetzt brutal freuen, wenn ich mal sehe, ob der Hans oder der André sich das traue, aber ob sie den Mut dazu haben, ich weiß es nicht. Für mich gar kein Problem, ich brauche einen Neoprenanzug. In der einen Hand habe ich, besorgen wir die andere. Ich halte in der einen Hand so ein Leberkäsbrötchen und in der anderen Hand die Binde und dann... Beim André glaube ich schon, dass der einen guten tiefen Schwerpunkt hat, der könnte das wahrscheinlich gut rüberbringen. Ich mache das, aber es müssen mindestens 4 Allgäuer Karsee-Schönheiten im Bikini mich an dem See anfeuern. Unter 100 Kilo. 4 Bikini-Schönheiten für Schubert. Okay, was ist jetzt der Deal? Ich habe eine Idee. Wenn ich länger als 5 Sekunden auf dem Kackbrett stehe, muss der Hans für mich kochen. Und wenn ich nicht länger als 5 Sekunden stehe, muss ich für ihn kochen. Spektakuläre Wette. Könnte sein, dass Sie sich im Verlauf dieser Sendung noch die Augen zuhalten müssen. Zurück zum Fußball. Den beherrschen unsere Surferboys mit dem Zwergenplatz nicht immer, woran aber auch der Platz eine Mitschuld trägt. Wir kommen eigentlich nicht richtig klar, der Hanne ein Spiel von hinten raus zum Gestalten. Das meiste, was der Hanne passiert, sind lange Bälle. Aber so das Kurzpassspiel kann ich der Hanne fast nicht machen und da sollten wir Hilfe haben. Auf so einem Platz, da bringt es ja gar nichts, so Flachpass zu spielen, wenn du das nicht 100% kannst. Deswegen ist es immer besser, den Ball beim Gegner auf der Seite zu haben. Also Kick and Rush, wie früher in England. Schottisch, ist angesagt. Kick and Rush. Und wir haben auch große Spieler. Besser geht's doch nicht. Klare Ansage von Hans. Klare Aufgabe für das Trainerduo. Fazit ist, wir kommen vorbei, bringen euch bei, wie ihr auf eurem Platz klarkommt, was das beste Spiel für den Platz ist, essen eine Menge Käsespätzle, gucken uns die netten Mädchen an, surfen eine Runde und dann sind wir wieder weg. Die Allgäuer Amateure können ihren großen Moment kaum erwarten. Und da kommen sie auch schon, die Ikonen der Amateurfußballer.
Die Geheimwaffe aller verzweifelten Fußball-Analphabeten. Hier kommt das schönste Trainerteam der Welt. The Black One and the Big One. Hallo zusammen. Hallo. Hey. Ihr habt mich gerufen. Jetzt bin ich hier. Was habt ihr jetzt davon? Wir sind hier. Das ist André. Ich bin der Hans. Die sind voll groß. Der Platz ist verdammt eng, ne? Warum ist das so? Schulsportplatz. Der Sportplatz gab es, bevor es einen Fußballverein gab. Wer bist du? Ich bin der Vorstand. Ach, du bist der gesamte Vorstand? Gesamte Vorstand, ja. Und es gibt auch noch eine Wette. Ich soll surfen. 5 Sekunden muss ich aushalten auf dem Surfbrett? Mir kriegt jetzt hin, dass du 5 Sekunden vielleicht fahren kannst, ja. Du musst erst mal 5 Sekunden stehen bleiben. Dann. Die Voraussetzungen sind 4 Bikini-Mädels als Inspiration. Aha. Gibt's 4 Frauen außer dir hier im Dorf? Mit Sicherheit. Haben die auch ein Bikini? Ja, schon. Also, das ist die Voraussetzung. Die Wette ist, es gibt Spätzle am Sonntag. Wenn ich verliere, muss ich Herrn Sapai bedienen und für ihn kochen. Wenn ich gewinne, was ja eigentlich klar ist, muss der feine Herr Sapai mich bedienen. Gleich zu Anfang eine Menge Informationen. Natürlich rauchen jetzt erstmal die Köpfe. Auf beiden Seiten. Einen Karseher zu verstehen, ist für 2 Rheinländer gar nicht so einfach. Mit Schwäche spielen wir doch stärker aus. Wie bitte? Mit dieser Schwäche spielen wir auch unsere Stärken aus. Ja. Ich glaube, konditionell sind sie recht gut drauf. Aber das war doch, glaube ich, sehend in den 2 Rennen. Wie bitte? Dolmetsch. Was werdet ihr in den 2 Trainings sehen, dass die Jungs Kondition haben? Wir sind hier noch in Deutschland, ne? Ja. Okay. Sprache schwierig? Welche Sprache? Deutsch? Die sprechen hier kein Deutsch, ich verstehe kein Wort. Wird unsere Gehirne trainieren? Die verstehen uns, das reicht ja. Da ihr so auf Helene Fischer und Planwagenfahrer steht, haben wir das diesmal nicht gemacht. Wir haben für euch was anderes daher gebracht. Was ist das? Das ist jetzt eure Trainerbank. Das ist aber ein Geschenk. Wer hat das gemacht? Tatsächlich, die ersehnte Bank und was Frisches zum Anziehen. Die beiden sind im 7. Himmel. Ja, geiles Geschenk. Ist schon geil. Geil gemacht. Da hat er sich echt Mühe gegeben. Sieht sensationell aus. Wir haben schon ein paar Geschenke gekriegt. Die waren alle schön. Aber das? Wir fangen ganz normal an. Ein Kontakt in der Leiter hier. Ein Kontakt. Und los geht's. Die Übung erinnert zwar ein bisschen an Schubert, wenn er Essen riecht, hat aber auch einen tieferen Sinn. Das ist eine sehr große Mannschaft. Und große Spieler haben natürlich immer Probleme in der Koordination. Und dann noch der Platz sehr klein, sehr eng. Da muss man kleine Füße haben, schnelle Füße. Und deswegen mit der Koordinationsleiter die Jungs noch mal reinzubringen. Die Übung haben, dass sie auf den Vorfüßen stehen müssen, schnelle Schritte machen müssen. Und dann gucken wir auch mal, wie jeder wirklich koordinativ drauf ist. Zuschauen! Die Übung kennt ihr ja. Das ist der Baby. Vorwärts, rein, rückwärts, rein, vorwärts, rein, rückwärts, rein. Kein hier so, kein Cha-Cha-Cha. Tja, beim amtierenden Sieger der RTL-Show Let's Dance sieht das natürlich elegant aus. Für 2-Meter-Riesen ist die Koordinationsleiter aber der Mount Everest für die Feinmotorik. Sieht vorerst gar nicht so schlecht aus, ist aber auch erst der Anfang. Wird noch schwieriger, versprochen. Er hat ein ernstes Problem. Zugucken. Ganz einfach. Naja, so ein bisschen Gehopse werden die Allgäuer Latschenkiefern ja wohl noch hinkriegen. Da machen 10-jährige Mädchen eigentlich. Immer wenn ihr an den Balken seid, wenn ihr da reinspringt, gerade. Dann wieder andersrum, wieder gerade, andersrum, wieder gerade. Und das Optimalste ist, wenn ihr auf den Zehenspitzen bleibt, ne? Wir machen das ganz langsam. Gerade, andersrum, wieder gerade. So oft wechselt das aber auch echt nur ein Tanzshowsieger und ghanaischer Nationalspieler. Kopfkirmes in Karsee. Genau, ja, genau. So? Gut. Langsam, nicht dein Gehirn überfordern. Schubi spricht aus Erfahrung. Bei der Beefy haben die mal die Verpackung geändert. Da ist er vor lauter Grübeln fast verhungert. Ist aber eine andere Geschichte. Jetzt ist Kirmes in der Rübe, wa? Na, Komm weiter, wir müssen Verdeck machen.
Was ist das denn? Hey, das ist aber auch schwierig mit dir. Was ist schwierig? Das war das Erbärmlichste, was ich heute Abend gesehen habe. Bisher. Hast du die, warte mal. Hast du die Hände in den Hosentaschen? Was ist mit dir los? Ja, ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht an die Jungs. Gesundheitlich. Ich habe echt gedacht, drei Leute fallen gleich mit Kreuzbandriss einfach aus, weil die irgendwie falsch in die Leiter reintreten. War teilweise beeindruckend, scheiße. Ganz genau. Desto öfter man das macht, desto besser werdet ihr, seht ihr doch. Ganz genau. Übung macht den Meister. Und obwohl hier noch gar nicht so irre lange geübt wird, sind die Verbesserungen wirklich ganz erstaunlich. Okay, jetzt nicht gerade hier im Bild, aber grundsätzlich. Aber Sapa ist noch nicht vollends zufrieden. Wir haben absolut nicht verstanden, warum wir diese Koordinationsleiter rausgeholt haben. Die haben einfach das gemacht, was wir gesagt haben. Die Übung geht jetzt so, von hier läuft einer hin, kriegt den Ball. Annahme. Spielt hier zurück, dann läuft er wieder auf seine Position, dann kommt einer von dort, holt sich den Ball, dreht sich auch auf, dann ganze Zeit immer so weiter, okay? Nee, du musst durchspielen. Und dann wieder auf deine Position. Du musst immer auf deiner Position bleiben. Spielen, nicht laufen, spielen. Wenn jetzt Hansi irgendwie eine Übung erklärt hat, haben die schon ein Problem, das aufzunehmen und das umzusetzen. Also wenn die dir noch nicht mal zuhören, wenn du vor denen stehst und die ruhig sind und die kriegen das nicht umgesetzt, dann kann man sich ja vorstellen, was das bringt, wenn man während dem Spiel von außen reinbrüllt. Dort ist der Ball. Derjenige kommt hier hin, lässt den Ball klatschen, dann geht ein langer Ball. Derjenige, der hier ist, geht wieder zu seiner Position wieder zurück. Dann kommt er, lässt den Ball klatschen, dann geht der Ball wieder lang. Okay? Zuhören ist leider nur ein Teil des Kaseya-Problems. Hans' Anweisungen behalten, verstehen und umsetzen stellt so manchen vor deutlich größere Probleme. Normalerweise hauen sie die Bälle auf dem kleinen Platz ja einfach nur nach vorne. Das ist irgendwie einfacher. Hans geht einen Schritt weiter. Stopp! Wir machen jetzt zwei Kontakte immer. Immer zwei Kontakte. Nicht ein Kontakt, zwei Kontakte. Und er muss den Ball lang spielen. Wenn er mich anspielt, kann er feste spielen, weil ich zwei Kontakte habe. Aber wenn ihr den zurückspielt, könnt ihr den nicht so anspielen. Weil er braucht einen langen Ball. Ihr müsst den schon koordinieren. Ordentlich einen lockeren Pass spielen, dass er den Ball direkt mit annehmen und spielen kann. Immer zwei Kontakte. Erweiterte Übung, gleiches Spiel. Zuhören, verstehen und umsetzen. Alle zwei Kontakte. Zwei Kontakte. Alle zwei Kontakte. Zwei Kontakte. Zwei Kontakte. Langes Ding. Du gehst wieder zurück. Zurück auf deine Position hinten. Zwei Kontakte. Das waren drei. Zwei Kontakte. Eins, zwei, drei. Scheiße. Langes Ding. Hier muss einer kommen. Hier muss einer kommen. Komm, komm. Zwei Kontakte. Eins, zwei. Langes Ding. Du spielst den langen Ball. Kommst nochmal entgegen hier. Kriegst den Ball. Wenn man dem was gesagt hat, bis das überhaupt ins Gehirn angekommen ist oder verstanden wurde, im Körper umgesetzt wurde, das hat echt lange gedauert. Du musstest die Übung 2, 3, 4, 5, 6 Mal wiederholen und ansprechen, damit sie das verstehen. Ja, der Wunsch vom Trainer war ja, vielleicht können wir ihnen helfen, hinten rauszuspielen. Wir können sagen, nein, Thorsten, das geht nicht. Gleich nach der Werbung. Anmut, Grazilität, Schmerzen. Die Wetteinlösung des André S. Hi. Wie sieht mein Haar aus? Wie stehen wir denn, du? Hi, ihr spielt in einer coolen Amateurfußballmannschaft. Und ihr habt in eurem Kaff ein paar richtig hübsche Singlefrauen und leckeres Essen. Was? Ihr wollt, dass eure Truppe mal richtig auf Vordermann gebracht wird? Bewerbt euch jetzt für mich unter telekomfußball.de. Für uns. Hans Sapay, das T steht für Coach. Jetzt für die Rückrunde bewerben. Jetzt nochmal wegen dem Titel von der Sendung. Mein Name kommt jetzt da nicht vor, ne? Team Challenge Time bei Das T steht für Coach. Sapay und Schubert haben zu den Highland Games ins Allgäu geladen. Klingt logisch? Ist es auch. Hier die Erklärung. Das Thema war ja, können wir geordnet hinten rausspielen? Problem ist, wenn man geordnet hinten rausspielt bei euch auf dem Platz und es geht schief, ist der Gegner direkt am 16er.
Das haben wir uns halt ja gestern angeguckt. Wir haben ja so ein paar Sachen gemacht, um mal zu testen, wie koordiniert ihr seid. Ich sag mal so, ihr wart stets bemüht. Deswegen das gute alte Kick and Rush. Wenn man wirklich als Team agiert, als Mannschaft, als Einheit, dann kann man viel herausholen und wirklich Spiele drehen und auch den Gegner schlagen. Wir machen jetzt hier eine Linie. Ach scheiße, aber ich nehme die. Wenn die 2 oben ist, bekomme ich die Mannschaft. Wenn der Adler oben ist, bekomme ich die Mannschaft. Okay? Scheiße. Danke. Okay. Dein Team liebt dich gerade. Dein Team liebt dich. Komm, geh, du holst da einen Pflaumen da und dann ist gut. Die Pflaumen wolltest du vorher haben, oder? Wir brauchen jetzt erstmal einen Teamnamen. Einen Kernigen. Mac. Tita Titelhamstern. Titelhamstern, wir sammeln Titel. Also wir gewinnen, wir wollen gewinnen. Wie wär's mit einem Dirty Mac Dutzend? Okay, Dirty Mac Dutzend oder? Ja! Hast du wieder den Namen ausgesucht? Nein. Wer hat den Namen denn ausgesucht von euch? Alle zusammen. Alle zusammen. Wie heißt wir? Dirty Mac Dutzend! Wir heißen Dirty Mac Dutzend, Mann. Weil wir 12 sind. Wir sind die Titelhamsters für mir. Oh Gott, wie alt! Oh, ist der alt! Oh Gott! Da ja, steht keiner drin. Das ist schon in den Gesichtern, wie peinlich sehen das selber. Ja, und damit willkommen bei den Highland Games, meine Damen und Herren. In der ersten Disziplin muss ein Stein von der Schwere von 4 Melonen möglichst weit geworfen werden. Die Titelhamster beginnen mit der recht übersichtlichen Weite von 3,80 Meter. Das sollte doch von dem dreckigen Dutzend zu schaffen sein. Und richtig, 4,40 Meter, das ist mehr als 3,80 Meter und daher geht der erste Punkt an Dirty Mac Dutzend. Also der erste Punkt geht an uns, würde ich sagen. Lange Gesichter bei den Tittenhamsterbacken. 2 Meter Hühne Ander gibt ein paar Ratschläge an den Werfer der zweiten Runde. So einen Stein werfen, das ist ja eigentlich keine Rock Science. Aber sagt mal Jungs, wie ist eure Technik? Weil ich nicht mit dem Handgelenk den Stein festhalte, sondern so ein bisschen an einer flachen Seite mit einer ganzen Hand nehme. Also quasi mehr Stoß, mehr drückst das ganze Ding, wie das so aus der Hand, mit der Hand irgendwie versuchst wegzukriegen. Klingt interessant, was der Eingeborene da erzählt, aber bringt's auch was? Nee, 3,75 Meter, das ist der bislang schlechteste Wurf. Ja, reicht nicht. Und der Coach soll recht behalten. 4,20 Meter, der nächste Punkt geht an den dreckigen Dicken. Was ist das? Die Titelhamster werden von Runde zu Runde schlechter. Wenn wir jetzt 10 Punkte holen, dann war es. Noch einen Punkt und das erste Game wäre tatsächlich bei Dicky. Und 4,05 Meter. Dirty Mac Dutzend gewinnt, auch dank taktischer Fehler bei den Titelhamstern. Ein glücklicher Sieg. Hast du denn Glück gehabt, wenn die ihre 2 Größten zurückhalten? Nee, wir haben die nicht zurückgehalten. Das wurde doch dort bestimmt. Wir haben die ja. Wenn es nach uns gehen würde, wäre der Erste oder der Dritte ja, gewesen. Aber was denn? Was? Das ist ja. Das ist Glück, ganz genau. Das hat Gott so entschieden. Jetzt müssen wir Gas geben. Wir sind eine tote Mannschaft. Wir stehen hier. Derjenige, der am Werfen ist, der ist für sich allein überlassen. Die anderen stehen und gucken. Viel Spaß, viel Glück. Ihr müsst hier anfeuern hier. Ihr müsst als Team agieren, hier anfeuern. Kommt jetzt, komm! Nächstes Spiel, Hammerwurf. Im Grunde wie beim Stein, nur eben jetzt Hammer. Der Unterschied, der Schwung kommt jetzt von unten. Die McDirties beginnen. Im Gefühl des sicheren Sieges erscheinen sie allerdings so dynamisch wie ein schottischer Hammel. Nach einer Pulle Whisky. Jetzt zeig's. Klar, raus jetzt hier, komm jetzt, Junge! Da werf ich den Hammer ja weiter, wenn ich pinkeln gehe. Ob der Co. das auch gesehen hat? Hast du einen Schlaganfall? Oder? So, wollen wir doch mal sehen. Wenn Sarpay den Hammer rausholt, kann der Gegner nämlich für gewöhnlich einpacken. Über 5 Meter! Zack! Das Ding geht an den Tanzbären und seine Titelhamster. So, Jungs, genug aufgewärmt. Jetzt lasst hier mal die Hämmer fliegen. Einstand, unentschieden. OMG, ist das spannend. Ich muss zeigen, dass du gewinnen willst. Kommen wir zum alles entscheidenden Duell dieser Runde. Wer den Hammer jetzt am weitesten wuchtet, ist der Winner.
muss einen knallen. Das ist ein Matchball. Okay. Das macht's mir leicht. Knall jetzt einen raus. Der war wohl absurd. Jawohl, Ziege. Ja, der ist ja. Yeah. Und schon wieder der Schubert mit seinen 12 ungewaschenen Schotten. Werfen können die. Sapai und vor allem Thorsten wollen die Niederlage nicht auf sich sitzen lassen und fordern vor dem nächsten Spiel alles oder nichts. Ja, komm mal zusammennehmen. Ey, ich weiß nicht, was der Trainer gesagt hat. Ich habe ihn akustisch und phonetisch nicht verstanden. Aber ich meine, wir haben die jetzt einfach weggeschnipst, habt ihr ja gemerkt. Aber will man so gewinnen? Ganz ehrlich. Doppelt oder nix, oder? Kaum, wir sind die Geilsten. Ja, Mann. Wer sind wir? Scheiße! Beim Baumwerfen muss ein 4 Meter langer Baumstamm erst gehoben und einmal über seine eigene Achse geworfen werden. Nur dann gibt's Punkte. Da viele Schotten schlicht und ergreifend zu geizig sind, um sich einen Hammer oder Stein zu kaufen, ist das Werfen von herumliegenden Baumstämmen bis zum heutigen Tag bei klein und groß beliebt. Der Stamm ist schwer und unhandlich und die Regeln versteht kein Mensch. Heute Abend wird's dunkel. Aber dass der hier ungültig ist, sehe ich sogar. Ja, der Erste, der es schafft, der hat wahrscheinlich gewonnen. Wenn man sich die folgenden Bilder anschaut, will man Hans spontan recht geben. Meine Damen und Herren, machen Sie es wie ich. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie das Desaster. Das war knapp. Ruhig, mach ruhig, konzentrier dich. Nimm dir die Zeit. Also ist nicht schwer an sich, aber das Ausbalancieren dann im richtigen Moment schon tricky. Hans Wunderwaffe in dem Spiel ist Torhüter Adi. Er misst 2,02 Meter. Ich glaube schon, dass er es schafft. Adi! Sapai smarter Plan. Ein Baum von einem Baum soll einen Baum von einem Stamm werfen. Genial. Adi nimmt den Baum mit Leichtigkeit auf. Eine sehr lange Konzentrationsphase. Sehr lang. Und bam! Der Stamm überschlägt sich zum ersten Mal. Das ist der verdiente Sieg. Sapais Plan geht auf. König Hans der Erste. Sieger! Hier sind die Sieger! Hier sind die Sieger! Hey! 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 Bäume werfen ist aber auch viel einfacher. Folgerichtig geht der Sieg an die Sapai-Jünger. Respekt an das Team von Sapai. Doch wie nimmt Schubert die Niederlage auf? Der McDutzend hat es auf, geht aufrecht aus der Arena, weil wir haben den. Ich meine, die waren ja schon fast tot. Warte mal. Warte. Was hast du uns gegeben? Eine Chance. Ja, also. Und nachher hat es wer hat gewonnen? Wenn Verlieren doch so einfach wäre. Zum Aggressionsabbau überlässt Sapai seinem Assistenten vor ca. 50 Zuschauern in Karsee die Bühne. Clever gelöst. Andere ist ein bisschen heiß, euch warm zu machen. Mein Ziel war es ja, als das hier aufzutreten, was ich hier bin. Der legendäre Assistent von Hans Sapai. Die Aufgabe habe ich völlig erfüllt. Dafür musstest du erst sauer werden. Dafür muss ich erst sauer werden. Ich brauche ein bisschen Grundaggression. Aber dann flutscht es auch. Im Leben sieht man sich immer zweimal, deswegen mache ich das auch beim Training. Viel Glück. So, wir treiben ganz normal mit Ball bis hinten auf die Linie und zurück. Und los geht's! Warm machen heißt bei Schubert ja eigentlich eine Dose Ravioli in die Mikro zu schieben. Fummeln wir den Ball zwischen den Beinen, spielen wir den hin und her. War ein bisschen zügiger. Zwischen den Beinen, kurze Frequenz. Wir ziehen jetzt ein bisschen an, wir gehen mal auf 40%. War ein bisschen anziehen noch. Komm, und umdrehen und zurück. Tempo halten, komm. Tempo halten. Und noch eine Bahn, komm, wir sehen noch frisch aus. Komm, eine Bahn noch. Tempo halten. Und nächste Bahn, mach ein paar Übersteiger. Komm, nicht trödeln hier, umdrehen, komm. Ball ordentlich am Fuß führen. Und jetzt gehen wir Gas bis runter, komm, Gas. Komm, bis zur Mitte. Auf mein Kommando gehen wir Gas. Und Gas, komm. Umdrehen und vorlegen, 3 Meter, hopp. Sieht gut aus auf jeden Fall, wie er sie fertig macht. Kompliment von Hans, der schönste Tag in meinem Leben.
ist einfach, beruhigt meine Seele. Und ab! Das ist knackiger, wie man denkt, das Training. Annahme und ich spiele dich hier an. Du bewegst dich dahin, bewegst dich zu mir, dann spielst du mich wieder an und dann spielen wir einen Doppelpass. Aber der Doppelpass spielen wir mit dem, als wäre das der Gegenspieler. Das bedeutet, wenn ich den Ball spiele zu dir, Doppelpass, du musst hinter den Gegner laufen. Das ist ein Gegenspieler. Aber du bist hier ein Spieler. Komm mal hier hin, André. Das ist ein Gegenspieler. Okay. Der deckt dich. Okay. Der deckt dich. Wir machen jetzt einen Doppelpass. Du bleib nur stehen, André, auf deinem Platz. Jetzt hab ich den Ball. Doppelpass. Achso, jetzt check ich. Ja, jetzt hab ich's kapiert. Doppelpass. Ja, jetzt hab ich's kapiert. Ja, Hütchen gleich Gegenspieler. Aber es ist natürlich auch ein bisschen viel verlangt, weil so ein Hütchen ist ja 10 cm hoch und nicht 1,80. Ja, ist so schwer zu sehen, deswegen. Schon schwierig. Ja gut, warum soll ich mich bewegen, wenn das Hütchen auch immer am gleichen Platz steht? So denken, glaube ich, einige. Und von dem her ist das natürlich immer der einfachere Weg, der angenehme Weg. Sich wenig zu bewegen, weil mein Gegner bewegt sich ja auch nicht. Da war er gerade wieder, der berühmte Trick 17 mit Selbstüberlistung. Aber solche Irrtümer treiben Sapai und Schubert den Kaseer-Türmen ganz schnell aus. Zumindest versuchen sie es mit großer Leidenschaft. Ey, ihr müsst die mit Druck spielen, da kommt jeder Gegner 100 Mal dazwischen. Ey, ihr müsst mal Druck machen, das sieht aus wie ein Haufen Würmer, was ihr hier macht. Spiel! Das sind 5 Meter Pässe, die müssen funktionieren. Du musst dich bewegen, erstmal du musst den Lauf machen. Er muss dich anzeigen, wo du hinläufst. Nicht vorher spielen. Der nächste Dreck, das geht immer weiter. Komm! Hey, der steht hier. Das sind 5 Meter, das kann doch nicht sein. Komm, 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 du musst die Bewegung machen. Komm, komm! Ich versuche mir selber seit über 10 Jahren zu erklären, was so schwer ist, einen Ball über 3 Meter an den Mann zu bringen. Ich glaube, dass diejenigen, die jetzt hier spielen, nicht über 15 oder 20 Jahre schon Fußball spielen. Weißt du, das scheint ein Buch mit 7 Siegeln zu sein. Wenn das noch nie wirklich so ausführlich gemacht hat, musst du das natürlich auch erstmal sehen, was gemeint ist. Zum anderen sind da einfach manche Leute unterwegs, die rennen mit 2 linken Beinen rum und wieder andere haben einen Knoten in der Füße, denkst du manchmal. Wenn die Jungs einfach viele Aufgaben bekommen, haben sie Probleme. Und die nächste Aufgabe hat es wirklich in sich. Was jetzt kommt, soll das Umschaltspiel der Kaseer trainieren. Grün fängt an, hat den Ball. Einer vom Bund kommt rein und versucht zu verteidigen. Er hat die Möglichkeit, dort ein Tor zu machen oder dort ein Tor zu machen. Aber nur in der Zone hier. In der Zone drinnen dürfte er es abschließen. In dem Moment, wo er das Tor macht, darf einer vom Bund sofort mit dem Ball wieder reinkommen. Diese Überzahlsituation ausnutzen, dass er das Tor gemacht hat und du drängst. Von ihm eigentlich wegläuft. Und dann geht's so weiter, die machen ein Tor, dann kommt der Dritte rein und dann wird es bei 3-3 sein ungefähr. Habt ihr es verstanden? Okay, es geht einfach darum, wenn man in einem Spiel in der gegnerischen Hälfte ist, die Unordnung vom Gegner in der Defensive auszunutzen, indem man schnell umschaltet und dann dort ein Tor erzielt. Leider muss man die eigene Unordnung erstmal ordnen, bevor man die Unordnung des Gegners ausnutzen kann. Ist aber auch kompliziert. Sollten Sie zu Hause am Fernseher diese Übung tatsächlich spontan verstanden haben und im nächsten Training sauber umsetzen, schicken Sie uns Ihr Video an www.telekomfußball.de. Wir leiten das Schulungsvideo gerne an den SV Kaseer weiter. Schnell hin und her. Ihr beide zum Beispiel, ihr seid beide dorthin gelaufen. Ganz genau. Wir gewinnen den Ball. Dann muss die Post abgehen. Dann wollen wir ein Tor machen. Die Umschaltspielübung trainiert die permanente Reaktionsbereitschaft einer Mannschaft. Dummerweise führt sie bei untrainierten Personen auch in extrem kurzer Zeit zu extrem schnellen Ermüdungserscheinungen. Davon können sich die mäßig trainierten Kaseer auch nicht ganz frei machen. Wie gesagt, normalerweise dreschen sie den Ball einfach nach vorne und machen vor allem durch Einwürfe ihre Tore. So mit dem Fuß und durch Laufen ist doch eher ungewohnt. Man muss mitdenken, man muss sich das, auch wenn man draußen ist, man muss sich das ganze Spiel immer anschauen, betrachten, wann muss ich rein, was machen die gerade, genau wie beim Spiel auch. Man muss immer dabei sein und es ist sehr intensiv. Man ist vielleicht 45 Sekunden, Minute, richtig gibt man Gas. Ortswechsel. Nur wenige Großkatzensprünge entfernt liegt der schöne Dingens-Baggersee. Hier ist bereits alles für eine historische Surfschande, die den Namen Schubert trägt, vorbereitet. Falls Sie jetzt erst eingeschaltet haben, Schubert hat mit Sapai gewettet, dass er es schafft, mindestens 5 Sekunden auf diesem katapultgestarteten Surfbrett zu stehen.
Die in einem akuten Anfall von Ich bin der Geilste westlich von Rostock georderten Bikini-Girls sind tatsächlich da. Jetzt muss nur noch Schubert selbst abliefern. Morgen. Das ist ein faules Ei dabei. Mädels, ja, Bikini sehe ich noch nicht, aber die kommen ja später dann wahrscheinlich. Das ist schon mal okay. Gute Auswahl getroffen. 5 Sekunden stehen, darum geht's hier jetzt gleich. Wenn ihm das tatsächlich gelingt, wäre das die größte Sensation seit dem geklonten Schaf Dolly. Den hier muss ich jetzt anziehen. Oh, ja, ey. Also, soll ich vorstellen, ich surfe jetzt hier. Ich brauche so ein bisschen Hawaii-Feeling. Ich will euch nicht zu nahe treten, aber das sieht relativ wenig nach Hawaii aus, was ihr da anhabt. Ich brauche Inspiration. Und nachdem ihr präsentiert habt, präsentiere ich. Und schon fühle ich mich unbesiegbar. André, zieh dich aus! Er sagt ja nicht nein. Oh, geht doch eigentlich. Ich hatte mir den schlimmer. Obwohl, nee. Ja, genau so hatte ich mir den eigentlich schon vorgestellt. Oh, wei. Ja, wenn ich nicht glauben würde, dass ich das nicht schaffe, dann wäre ich ja nicht hier. Ich mache ja nicht umsonst so eine Scheiße und springe um 6 Uhr morgens in so einen Scheißsee hier rein. André schafft es nicht. Geht erst auf die Spannung, das Seil. Ja. Und dann gibt das Zeichen, dann gibt er Gas. Und dann merkst du es. Und dann ziehst du dich nach vorne und dann bloß noch mit dem nächsten Fuß draufrutschen und los. Ja, dann muss ich ja hoch, dann muss ich ja einmal auftreten. Richtig. Richtig. Nur vom Zuhören tut das weh. Also, mach mal einmal vor, dass ich einmal den Ablauf sehe. Ja? Also auf Spannung halten, halten. Und irgendwann zieht er an. Nach einer kurzen Einweisung bei strahlendem Kaiserwetter sehen Sie in den Augen unseres hochmotivierten Herrn Schubert die nackte Angst. Gut, dass Sarpa ihm zur Seite steht. Das ist mein Co-Trainer, ich muss ihm Mut geben, ne, damit er das überhaupt macht, damit er das schafft. Also realistisch? Realistisch schafft er es nicht. Die Spannung steigt. Wird er es schaffen? Und es geht los! Gut, da hat der Witzbold sich halt mit Absicht fallen lassen. Entertainer eben. Schauen wir doch mal in der Zeitlupe. Ja, das erinnert ein bisschen an eine Mischung aus Walfang und dem Kennedy-Attentat. Vielleicht ist er spontan ohnmächtig geworden, um sich der Situation zu entziehen. Boah, sah super aus. Echt, fürs erste Mal, jetzt weißt du, wie das geht. Der nächste wird besser. Und der zweite Versuch. Jetzt aber. Ich habe ein gutes Gefühl. Nee, auch nix. Die Schwerkraft schlägt unerbittlich zu. Wie vom Schlag getroffen, kommt hier das Gesetz der Trägheit und der Masse zum Tragen. Und sowohl Trägheit als auch Masse feiern ihren schmutzigen Sieg. Aller guten Dinge sind ja 3. Aber leider nicht 3 warme Mahlzeiten am Vormittag, also bin ich gespannt. Und los! Wow, das war für mich bislang der grazilste Versuch. Da kann sich so mancher Let's Dance-Gewinner noch eine Scheibe von abschneiden. Das hat leider ein bisschen Knack gemacht im Knie. Kommen wir zur Auflösung der Wette. Hat Schubert denn nun 5 Sekunden auf dem Brett gestanden? Insgesamt bei den 3 Versuchen habe ich 5 Sekunden gestanden, ja. Aber einem Versuch habe ich nicht 5 Sekunden gestanden. Also Spätzle. Ja, Spätzle. Okay, Markus! Wette verloren, Knie angeknackst. Schubert beendet diese Sporteinheit wie so oft, liegend auf dem Bauch. Also, auf geht's jetzt ins Kreisliga-Duell zwischen dem SV Karsee und dem SV Weißenau. 400 Zuschauer sind gekommen, eine absolute Top-Kulisse. Karsee zuletzt in der Liga mit Problemen, trotzdem heute Favorit. Weißenau steht in der Tabelle hinten drin und er sitzt, weil er versucht hat zu surfen und das ist böse in die Hose gegangen. Thorsten Weigold, der Trainer, normalerweise heute als Linienrichter aktiv. Karsee in den blauen Trikots, der erste Abschlag und der erste Versuch, Druck aufzubauen, geht direkt mal schief. Der Gegner kommt über die linke Seite und das mit einer starken Aktion. Adrian Diem im Kasten ist direkt mal gefordert. Im Nachgreifen hält er diesen Ball fest. Ganz wichtig für den langen Torwart, um Sicherheit zu bekommen. Abschlag für Kasi. Riedmüller im Mittelfeld kann den Ball hier gut festmachen, hat Raum, müsste eigentlich nach vorne gehen.
sucht den Doppelpass hier mit Rottmann und dann ist der Ball schon wieder draußen und das ist genau das Problem hier bei diesem Platz. Da ist Platz, einfach ne? kein Platz. Wir wollen unbedingt Fußball spielen, das geht nicht. Du musst so schnell wie möglich 1-2, da hat er gespielt, muss ihn direkt da reinbringen. Klare Ansage also und Freistoß für Kase. Ball kommt hoch rein und Rottmann ist da! Tor für Kase! 1-0, André Rottmann, sein zweites Saisontor und klasse Kopfballbewegung vom Stürmer von Kase. Keine Chance für den Keeper, zu Recht hier das Schulterklopfen. Das war ein richtig starkes Tor und wieder einmal ist die Standardsituation für Kase der Schlüssel. Aber Weißenau hält dagegen. Und Spiel hier am Kapitän von Weißenau, Pirmin Diem. Gefährliche Freistoßposition, halb links knapp, 22, 23 Meter und da ist er sich unsicher. Der Coach, Freistoß kommt und der kommt gut und knapp vorbei am Kasten von Adrian Diem. Da wäre der Lange vielleicht nicht mehr rangekommen. So gibt es wieder Abschlag, weit in die Hälfte des Gegners. Weißenau kriegt den Ball zunächst mal da hinten nicht raus, dann aber das lange Ding nach vorne und da muss Kase eigentlich aggressiver in den Zweikämpfen sein. Kann nicht sein, dass jetzt schon der dritte Ball bei Weißenau landet. Ist der Zweikampf verloren, auf einmal Luft auf der linken Seite. Laufduell. Julio Ferrero mit dem öffnenden Pass, Philipp Zwerger macht da Druck. Pirmin Diem musste eigentlich den Ball deutlich klären und dann kommt er trotzdem nochmal zurück an den 20-Meter-Raum ungefähr. Und da ist er drin! Ausgleich! Ausgleich für Weißenau. Das hat sich angedeutet. Krasser Fehler in der Defensive. Zum einen musste außen geklärt werden und zum anderen muss dieser Ball gehalten werden vom Keeper. Einwurf, gleich Ecke, wie immer am langen Pfosten. Möglichkeit für Säulen. Kommt er nicht ran. Riesenmöglichkeit hier auf 2-1 zu stellen nach dem Einwurf. Und jetzt gibt es den Einwurf auf der Gegenseite für Weißenau. Und gute Aktion, aber diesmal auch klasse gehalten von Adrian Diem im Nachfassen. Macht er gut die Ecke zu. Florian Halder hat den Ball da verlängert. Und Julio mit dem Schuss. Halbzeitpause. 1-1 unentschieden. Und gleich nach der Werbung. Der Ball kommt hoch in den 16-Meter-Raum. Tor für Kase! Das ist das 2-1. Aber gibt der Schiedsrichter diesen Treffer? Hallo. Jetzt schneller. Nochmal! Nochmal! Zurück also in Halbzeit 2 im Kreisliga-Duell zwischen Kase und Weißenau. Kase mit dem ersten Einwurf. Kopfball und wieder ist er drin. 2-1 und wieder André Rottmann. Diese Einwürfe hier auf diesem kleinen Platz, die sind der Schlüssel zum Erfolg. Aber da wird diskutiert. Moritz Schell, der Keeper, beschwert sich. Wir gucken uns das Ganze noch einmal an. Das ist der Einwurf, der rutscht sogar ein bisschen ab. Und dann ist der Lange wieder da, hat Glück, wird angeköpft, Rottmann. Und hier sehen wir tatsächlich, der Torwart Moritz Schell wird hier behindert. Da muss man zu Recht drüber diskutieren, aber der Treffer wird anerkannt. 2-1 die Führung für Kase und auf der Gegenseite. Freistoß wird zunächst einmal abgeblockt, kommt dann wieder hoch in den 16-Meter-Raum. Adrian Diem musste eigentlich hin, der Lange unsicher. Meine Güte, das ist so ein Brocken von Mann. 2,2 Meter groß, da muss er viel aktiver hingehen. Da fällt ihm die Kugel noch einmal auf den Boden. Nächste Standardsituation für Weißenau. Ball kommt rein. Oh, und nächste Unsicherheit vom Torwart. Und auch da bleibt er wieder im Nachfassen ein bisschen zu lange weg. Der Mann im Kasten von Kase. Und wieder ein Freistoß für Weißenau. Diesmal halbrechte Position. Gefährlich kommt er rein und er ist drin. Der ist tatsächlich drin. 2-2. Ist denn sowas möglich? Ein Tor, das so nicht fallen darf. Das ist ein klarer Torwartfehler von Adrian Diem. Der kommt auf seine Seite. Und das ist die Frustreaktion vom Coach und vom Torwart selber, der natürlich weiß, dass er dieses Ding haben muss. Geht den Schritt nach innen, anstatt auf seiner Torwart-Ecke zu bleiben. Und zum Schluss wird es dann nochmal ganz eng für Kase. Druckaktion von Weißenau und im Nachfassen macht Adrian Diem dann eine richtig gute Aktion hier. Der Schuss war nicht so leicht zu halten,
Und dann muss er noch einmal hinspringen, macht er auch und hält so das 2:2 fest. Am Ende also unentschieden zwischen Kasi und Weißenau. Das 1:0 war ein Freistoß von Volkan. André ist echt schön hochgestiegen und hat den super mit dem Kopf reingehauen. Vom Torwart gar keine Chance gehabt. War echt eine schöne Aktion. Das 2:1 war ja so eine typische Szene für Kase, wie sie uns auch beschrieben haben, dass sie durch den Einwurf ein Tor machen. Und das ist natürlich ein bisschen auch mit Glück abhängig. André stand wieder richtig und hat den wieder mit dem Kopf gut reingedrückt. Das 2:2, das war ein Freistoß vom Gegner. Und wir haben alle gedacht, der bringt den jetzt in die Mitte rein und auf einmal war der Ball irgendwie im Tor. Ich habe das gar nicht verstanden, wie der Ball ins Tor gehen kann, weil wir so einen großen Torwart hatten. Also er hat mir gesagt, er dachte, er geht vorbei, war aber nicht. Ihr als Mannschaft, vielleicht wisst ihr das gar nicht, ihr habt jemanden hier mit Thorsten. Wenn er nicht hier wäre, ich wüsste nicht, ob das so funktionieren würde. Ihr habt einen Trainer, der nicht nur Trainer ist, sondern alles andere, was noch drumherum ist, für euch tut. Für ihn müsst ihr spielen, nicht für euch. Und da ziehe ich meinen Hut vor Thorsten und danke schön, dass du uns hier eingeladen hast. Vielen Dank, dass wir mal im Allgäu sein durften. Auch von meiner Seite herzlichen Dank für diese verstörend schönen Bilder. Aber war da nicht noch was? Stichworte Wette und Wetteinsatz? Schubert muss Sarpay Käsespätzle servieren. Die Zuschauer sitzen doch zu Hause wie auf glühenden Kohlen. Nun macht's doch nicht so spannend. Salat mit Honig, Dill, Schnittlauch, Dressing und dann einmal die Käsespätzle. Wie von Ihnen gewünscht, frisch gemacht von Frau Claudia. Dankeschön. Der besten Käsespätzle-Macherin der Welt. Schmeckt es ja dabei? Sehr gut. An Sapa schmeckt das.